Nach einem kurzen Aufenthalt im Hauptbahnhof von Rosenheim setzt der TEC 4185-3 seine Fahrt nach Treviso Bosco Verde fort. Und somit herzlich willkommen. Ein Eurocity DRDB mit einer schiebenden Baureihe 101 verlässt den Hauptbahnhof von Rosenheim in Fahrtrichtung München. Die beiden Mietlokomotiven von Railpool der Baureihe 186, die den TEC 4185-3 erziehen, müssen nun erst einmal aufgerüstet werden. Dazu wird einmal in den Führerstand der zweiten Lokomotive gewechselt und dort angekommen muss einmal die Batterie eingeschalten werden und die Zugwendesteuerung muss aktiviert werden. Anschließend kann der Schlüssel wieder entnommen werden und das sollte es auch schon gewesen sein im Führerstand der zweiten Lokomotive. Anschließend kann in den Führerstand der führenden Lokomotive der Baureihe 186 gewechselt werden und auch dort muss einmal die Batterie eingeschalten werden. Anschließend fahren die Systeme hoch, denn so eine moderne E-Lokomotive wie die Baureihe 186 oder auch der Vectron sind ja im Prinzip Hochleistungsrechner, wo ja fast 35 Kilometer Kabel verbaut sind, dass alles auch richtig angesteuert und gesteuert werden kann. Nun fahren die Systeme hoch und dieser Vorgang muss abgewartet werden. Und zwar so lange, bis auch beide Displays vollständig hochgefahren sind und die Sprachausgabe Störung zu hören ist. Anschließend kann dann der Führerstand aktiviert werden und der Aufrüstvorgang kann fortgesetzt werden. Störung, Störung, Störung. Der Führerstand wird einmal aktiviert, der Federspeicher bleibt noch angelegt. Als nächstes werden alle Bremsen gelöst, einmal die Zugbremse, einmal die Lokbremse und das Führerbremsventil wird einmal entsperrt. Anschließend werden die Stromabnehmer vorgewählt. In dem Fall werden die Stromabnehmer 1 vorgewählt. Die Bremsstellung R bleibt noch soweit aktiv bzw. eingestellt für den Bremstest. Nun werden die beiden Stromabnehmer gehoben. Und sobald der gelbe Balken HS-Sperre im MTD blau hinterlegt ist, kann der Hauptschalter eingeschalten werden. Und anschließend beginnt auch der Luftpresser mit seiner Tätigkeit und gleicht den Druck von 10 Bar im Hauptluftbehälter an. Denn dieser Druck von 10 Bar wird benötigt, um den Bremstest ausführen zu können. Währenddessen können schon mal die Zugdaten eingegeben werden. Bei dem TEC 4185-3 handelt es sich um einen Güterzug, also wird hier einmal G eingetragen. Die Gesamtzuglänge beträgt 650 Meter. Jetzt ist die Zuglänge korrekt eingegeben. Die maximal zu fahrende Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km pro Stunde. Die Bremshundertstel betragen 70. Es wird mit Klotzbremsen gefahren und das Gesamtzuggewicht beträgt 1428 Tonnen. Das Ganze wird dann einmal hier übernommen. Und nun sind auch die 10 Bar Druck im Hauptluftbehälter vorhanden. Somit kann der Bremstest einmal ausgeführt werden und der Triebfahrzeugführer kann im MTD unter Bedienen und Prüfen auf der Seite Funktionsprüfungen den Bremstest verfolgen. Die Bremswerkgruppe 1 ist schon mal betriebsbereit und die Bremswerkgruppe 2 folgt dann auch zugleich. Währenddessen kann schon mal das ZG1 eingeschalten werden.
Und somit sind beide Bremswerkgruppen betriebsbereit. Nun müssen die Zugdaten noch eingegeben werden. Dazu muss aber vorher erstmal die PCB und die LCB aktiviert werden. Die Zugdaten werden jetzt einfach nur übernommen. Einmal für ETCS und einmal für die LZB. Anschließend muss einmal die Wachsamkeitstaste der PCB90 betätigt werden. Und die Zugnummer muss eingegeben werden. Das ist die 41853. Das Ganze wird mit Start einmal bestätigt und nun kann der Richtungswender in die Vorwärtsrichtung eingestellt werden. Und somit ist die PCB aktiv und betriebsbereit. Gefahren wird in der mittleren Zugart. Somit ist bei Beeinflussung dann der Leuchtmelder 70 aktiv. Die LCB ist auch betriebsbereit, zu erkennen an dem blauen Leuchtmelder mit dem weißen B, wobei ja die Eisenbahnstrecke Rosenheim-Salzburg über keine LZB-Ausstattung verfügt. Oder LZB-Ausführung verfügt. Der elektronische Bufferplan kann hinzugeschalten werden und das Fenster des Führerstandes kann einmal geöffnet werden. Somit gelangt noch etwas Frischluft hier in den Führerstand. Als nächstes wird die AFB eingeschalten. Der Geschwindigkeitswert der AFB wird auf 80 km/h eingestellt. Und der Kollege mit einer Vectron erreicht hier den Hauptbahnhof von Rosenheim. Das ZG1 wird auch richtig dargestellt. Und somit wird eigentlich nur noch der Federspeicher gelöst. Und der Tag 41853 ist abfahrbereit. Die Zustimmung zur Weiterfahrt ist bereits erteilt. Das KS Hauptmehrabschnittssignal signalisiert KS1, also Fahrt. Und man erkennt ein KS Hauptmehrabschnittssignal daran, dass es einmal ein Hauptsignal ist, zu erkennen an dem weiß-rot-weißen Mastschild und an dem gelben Dreieck, das nach unten zeigt. Somit hat das KS-Hauptsignal auch noch eine Vorsignalfunktion. Die zweite Baureihe 186 hier im Zugverband ist doch deutlich verschmutzt und könnte auch mal wieder eine Wäsche vertragen. Gebildet wird der TAG 41853 aus den SDGGMRS Gelenktaschenwagen, wo ja immer zwei Wagen dann eine Wageneinheit bilden. Und auf Gleis 5 wird um 10.14 Uhr der Eurocity 85 nach Bologna Zentral erwartet. Und auf Gleis 4, wo gerade noch der TAG 41853 verweilt, werden dann auch noch zwei Meridianzüge nach Salzburg Hauptbahnhof erwartet. Die SDGGMRS-Wagen sind hier einmal mit Sattelauflieger und mit Wechselbritschen beladen. Ja, und die haben auch schon ihre besten Zeiten hinter sich. Sieht alles schon richtig verschmutzt aus. Und man hört auch schon schön die Stromrichter arbeiten bei der Baureihe 186, denn der Strom, der ja über den Stromabnehmer zu den Elektromotoren gelangt, kann ja so nicht von den Elektromotoren verarbeitet werden. Und somit muss der Strom natürlich erstmal gerichtet werden. Und hier hört man dann eben auch die beiden Stromrichter der Lokomotiven arbeiten. Oder eben die Stromrichter der Lokomotiven. Dann wird das Fenster wieder einmal geschlossen und die Leistung kann aufgeschalten werden und somit wird der Zugverband dann einmal gestreckt. Der Triebfahrzeugführer kann sich aus der restriktiven Überwachung gleich mal befreien.
Und im Abstellungsbereich von Rosenheim sind Stadler Flirt 3 des Eisenbahnverkehrsunternehmens Meridian abgestellt, die ja hier zwischen München und Salzburg verkehren. KS1. Ab Traunstein verkehrt dann der Railjet 111 vor dem TEG 41853, somit kann es eventuell zu Stop and Go kommen. Der Richtungsanzeiger signalisiert oder zeigt den Buchstaben F an und F steht für Freilassing, somit ist die Fahrstraße richtig gestellt. Rechts geht die Strecke nach Innsbruck weg. Und das KS-Vorsignal signalisiert KS1. Und das bedeutet wiederum, dass das nächste KS-Hauptsignal Fahrt signalisiert und das LF6 mit der Kennziffer 8 signalisiert eine zu fahrende Geschwindigkeit von 80 km/h ab dem LF7 und am LF6 befindet sich ein daueraktiver 1000 Hertz PCB Streckenmagnet. Und somit ist hier einmal die Wachsamkeitstaste zu betätigen. Streckenkilometer 2, Hektometer 0. Mit Erreichen der Zugspitze am LF7 mit der Kennziffer 8 gilt dann die signalisierte Geschwindigkeit. Und mit Erreichen des Zugschlusses am LF7 darf dann die Geschwindigkeit auf 100 km/h erhöht werden. Und die Personenzüge dürfen dann hier maximal 140 km/h fahren. Die Fahrdienstleitung hat auch noch mitteilen lassen, dass es hier auf der Strecke zwei Signalstörungen gibt. Und die erste Signalstörung ist gleich kurz vor Bad Endorf, denn der Kollege mit seinem Güterzug wird in Bad Endorf überholt und befindet sich somit noch auf dem Richtungsgleis in Richtung Salzburg, verkehrt aber eigentlich nach München und dann dauert das Ganze ein bisschen, bis der Block dann wieder frei ist. KS1.
Und das ZG2, das Zugschlusssignal, ist am letzten Wagen auch zu sehen, beziehungsweise aufgesteckt. Somit hat alles seine Richtigkeit. Auf der Eisenbahnstrecke München-Rosenheim und Rosenheim-Salzburg rollen die Güterzüge normalerweise im Blockabstand, denn die beiden Strecken sind wichtige Eisenbahnstrecken in Richtung Süden und stellen somit die Verbindung nach Österreich und Italien her, also zum Brenner und natürlich auch nach Salzburg und nach Innsbruck. Und ein Meridian macht sich auf den Weg in Richtung Rosenheim und München. Die Bahnstrecke Rosenheim-Salzburg ist eine zweigleisige elektrifizierte Hauptstrecke in Bayern und in Österreich. Und der österreichische Abschnitt ist dann bereits schon dreigleisig ausgebaut. Die Strecke ist eine internationale Verkehrsachse und führt von Rosenheim über Traunstein und Freilassing dann nach Salzburg. Hier geht es auch schon leicht bergauf. Neigungswert ja, rund 7 Promille. Der maximale Neigungswert beträgt 11 Promille. KS1. Hier handelt es sich um ein reines Hauptsignal ohne Vorsignalfunktion. Um genau zu sein, um ein KS-Hauptsignal. KS steht ja für Kombinationssignal. Ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt, der hier die angekündigte Geschwindigkeit des LF6 auf 110 km/h prüft, die dann hier ab dem LF7 zu fahren sind. Und eine alte Vespa fährt hier auch noch rum. Sehr schön. Sieht man ja eher noch selten. Die Strecke ist insgesamt 88,6 Kilometer lang.
und verbindet Österreich und Deutschland miteinander. Somit verkehrt der TEC 41853 auf diesem Abschnitt länderübergreifend. Und da kommt der Kollege auch schon, der in Bad Endorf überholt wurde. ÖBB-Reihe 44. Und das KS-Vorsignal signalisiert KS2. Halt erwarten. Und somit ist einmal die Wachsamkeitstaste der PCP-90 zu betätigen. Vorsignalwiederholer. Zu erkennen an den weißen Kern nicht. Streckenkilometer 15, Hektometer 8. Und die PCP-90 befindet sich nun im Wechselblinken. Und der 500 Hz PCP-Streckenmagnet ist hier auch schon gestört. Und das KS-Hauptmehrabschnittsignal signalisiert HP0, denn KS0 gibt es ja nicht. So, ist die Frage, ob die Weiche nun auch richtig gestellt ist, aufgrund eben der Zugüberholung. Das Ganze dauert noch einen kleinen Moment. Denn die Weiche ist hier eben auch noch nicht richtig gestellt. Denn der Kollege muss erstmal den Block frei fahren.
Aber eine sehr, sehr schöne Strecke. Die Eisenbahnstrecke von Rosenheim nach Salzburg. Und der Tag 4185-3 erreicht dann auch gleich Bad Endorf. Ja, aber das Ganze dauert hier einen kleinen Moment. So, nun kann die Bremse gelöst werden und vom Fahrdienstleiter ist der Befehl 40 bereits erteilt worden. Und der Zugverband muss jetzt natürlich erst einmal wieder gesteckt werden. Und das Ganze passiert ja auch noch in einer Steigung, also das ist immer wieder prima. Und der Geschwindigkeitswert der AFB kann auf 40 km/h eingestellt werden, denn jetzt gilt dann Fahren auf Sicht. Da ja das KS-Hauptmehrabschnittssignal gestört ist. Hier oben ist dann nämlich die Weiche wieder. Und hier muss jetzt natürlich doch ordentlich Leistung aufgeschalten werden. Streckenkilometer 16, Hektometer 0. Bad Endorf. Und das nächste KS. Hauptsignal signalisiert KS1 Fahrt, somit darf dann die Geschwindigkeit wieder auf 100 km/h erhöht werden. Unser Kollege unterwegs mit einer Doppeltraktion Stadler Flirt 3 Meridian in Fahrtrichtung Rosenheim.
Und hier geht es jetzt dann auch nochmal ein gutes Stück bergauf. Neigungswert 6,2 Promille. Und für den TEC 4185-3 geht es erstmal nach Salzburg-Nickel. Hier auf der Eisenbahnstrecke Rosenheim-Salzburg ist das Stromsystem 15 kV, 16,7 Hertz Wechselstrom, wie üblich in Deutschland, anzutreffen. Und es gibt natürlich auch einige Betriebsstellen hier auf der Strecke. Unter anderem auch in Freilassing, der Kollege, Baureihe 151, Doppeltraktion der DB Cargo. Und im Zugverband befinden sich Selbstentladewagen der Gattung FALNS, ebenfalls von DB Cargo. Ja, und die Strecke ist hier sehr bogenreich. Also es geht nicht nur immer strikt geradeaus. Und das nächste KS-Vorsignal signalisiert KS2. Da kommt jetzt nämlich gleich die nächste Signalstörung auf den TEC 4185-3 zu. Das Ganze bei Streckenkilometer 24,0. Und hier lauert nämlich jetzt der 500 Hertz PZB Streckenmagnet. Mal schauen, ob dieser funktioniert. Ja, sehr gut. Thank you.
Der Tag 4185-3 befindet sich ja im Moment in einer Schleichfahrt und deswegen geht die PCB-90 in die restriktive Überwachung über. Und bei diesem KS-Signal handelt es sich auch um ein KS-Hauptmeerabschnittssignal. So, die Zustimmung zur Weiterfahrt ist nicht erteilt. Hier kommt nämlich der Kollege. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob der nächste Block frei ist. Denn laut Fahrdienstleitung handelt es sich hierbei eben um eine Signalstörung. Und da muss jetzt nur kontrolliert werden, ob eben die Weiche auch hier richtig gestellt ist. Aber das sieht hier gut aus. Ja, die Weiche ist richtig gestellt. Und das Ganze können wir hier nochmal schnell überprüfen. Ja, die Weiche ist korrekt gestellt und somit darf dann das gestörte KS-Hauptmeerabschnittssignal passiert werden und der Zugverband muss natürlich einmal erstmal gestreckt werden. Da der 500 Hz Leuchtmelder im Führerstand aktiv ist, gilt eine maximal zu fahrende Geschwindigkeit von 25 km/h minus 5 km Toleranzwert, also 20 km pro Stunde. Nun ist der 500 Hz Leuchtmelder im Führerstand erloschen, somit darf auf 40 km/h beschleunigt werden, denn jetzt gilt auch wieder Fahren auf Sicht. Das müsste auch hier dann in der Überwachung auch nochmal zu sehen sein. Genau, V-Überwachung 45 km pro Stunde. Und das nächste KS-Signal signalisiert KS1, Prien am Chiemsee und somit darf wieder auf 100 km pro Stunde beschleunigt werden.
Ein schöner Zugverband. Der Tag 41853. Und vom Führerstand aus hat man einen wunderschönen Blick auf die Alpen. Und in diesem Stecken Abschnitt ist wieder das HV-Signalsystem anzutreffen. Das Vorsignal signalisiert VR1. Und der Landwirt hat hier links auch schon die Silage zu Ballen gepresst, beziehungsweise Ballen gepresst. Aus diesen wird dann Silage. Denn hier natürlich im Alpenvorland gibt es viele, viele Hektar Wiese oder eben auch Ackerland. HP1. Die Baureihe 186 ist eine Trax-Lokomotive. Zur aufaddierten zweiten Trax-Generation 2E gehört die Trax F140MS, in Deutschland als Baureihe 186 bezeichnet. Und die maximal zu fahrende Höchstgeschwindigkeit beträgt je nach Ausführung entweder 160 km pro Stunde oder 140 km pro Stunde. Das Ganze ist hier oben auch nochmal ausgeführt. Und das Ganze hängt eben mit der Länderzulassung zusammen. Und der Hersteller ist Bombardier Transportation. Und die Baureihe 186 gibt es ja auch einmal dann in der Ausführung, in der Mehrstromsystemausführung oder Version. So wie die beiden Baureihen 186, die gerade den Tag 41853 ziehen. Diese Lokomotiven können einmal das Stromsystem 15 kV, 16,7 Hertz Wechselstromsystem
und 25 kV, 50 Hz bzw. 3 kV und 1,5 kV. Der Kollege Electron von Captrain, Baureihe 193. Und das Vorsignal signalisiert VR1. Das wirkte jetzt gerade so, als würde das Vorsignal VR0 signalisieren, aber das war ja das andere Vorsignal. Das dann Gültigkeit hätte für die Fahrt gegen die gewöhnliche Fahrtrichtung. Ja, eine schöne Lokomotive, die Baureihe 186. Oh, eine weitere Vespa. Und im Führerstand kann man natürlich schon den Fortschritt des digitalen Zeitalters gut erkennen, denn hier ist ja fast alles nur noch digital dargestellt. AP1 VR1, Hauptsignal und Vorsignal an einem Signalmast. Übersee. Angetrieben wird die Baureihe 186 durch Tatzlager und Hohlwelle. Und so eine Lokomotive ist ja eigentlich schon ein moderner Hochleistungsrechner. Und dass alles angesteuert werden kann und auch alles korrekt gesteuert werden kann, müssen natürlich Kabel verlegt werden beim Bau von so einer Lokomotive. Und das nicht zu knapp. Da kann man mal locker von ja, 35 bis 40 Kilometer Kabellänge ausgehen. Denn ich sag's ja auch immer wieder, was
in so einer Lokomotive technisch abläuft während so einer Fahrt, das ist enorm. Das kann man sich so als Laie gar nicht vorstellen. Denn es müssen ja auch schließlich einige Tonnen bewegt werden. In dem Fall 1428 Tonnen. Denn so viel wiegt der TAC 4185-3. Und nun geht es wieder bergauf. Neigungswert ja, knapp 9 Promille. Und in rund 48 Kilometern erreicht der TAC 4185-3 Salzburg-Knickel. Oder Knickel. Und die SIFA möchte auch nochmal betätigt werden. Und eine weitere Zugfahrt in Richtung Rosenheim bahnt sich an. Ein Meridian, Stadler Flirt 3. VR1 und hier war gerade auch wieder ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt zu sehen. Dieser prüft die Geschwindigkeit auf die angekündigten 100 km pro Stunde. Und nun muss auch der TAC seine Geschwindigkeit verringern. Es geht Orbe auf 90 km pro Stunde. Und man merkt auch schon schön, dass man sich ja in den Alpen befindet. Denn die Umgebung hat so diesen richtigen Alpenflair. Quittiert werden und nun kann der Geschwindigkeitswert der AFB auf 90 km pro Stunde eingestellt werden. VR1
und dann erreicht der Tag 4185-3 dann auch schon Traunstein und dort verkehrt er dann der Railjet 111 vor dem Tag 4185-3. Mit Erreichen des Zugschlusses am LF7 darf dann die Geschwindigkeit wieder auf 100 km pro Stunde erhöht werden und das Ende des Zuges am LF7 wird der Zuglängenmesser gleich zurückmelden und darum ist die Dateneingabe so wichtig, denn die Zuglänge ist entscheidend für den Zuglängenmesser. Die Herstellerbezeichnung F140. Auf dieser Herstellerbezeichnung basiert ja die Baureihe 186. Bei dieser Bezeichnung handelt es sich um eine Güterzuglokomotive mit Tatzlagerantrieb. Und deswegen. Oh, jetzt hat es hier eine Zwangsbremsung. Ja, aufgrund der Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h. Zwangsbremsung. Und das hat der Triebfahrzeugführer nicht bestätigt. Jetzt muss ich natürlich erstmal der Druck im Hauptluftbehälter wieder angleichen. Und vor allem natürlich auch in der Hauptluftleitung. Und bei Bremsstellung G dauert das Ganze dann natürlich etwas. Die PHB-90 befindet sich jetzt natürlich wieder im Wechselblinken. Triffgeschwindigkeit 45 km pro Stunde, minus 5 km Toleranzwert. Zugbeeinflussung.
Denn der Attack 4185-3 erreicht nun Traunstein. Und ab hier gelten nämlich die 70 km pro Stunde. Und ein Eurocity hält hier in Traunstein und fährt dann in Richtung Rosenheim und München weiter. HP1, Ausfahrsignal von Traunstein. Ab hier verkehrt er jetzt der Railjet 111 vor dem TEC 4185-3. Und dann darf die Geschwindigkeit wieder auf 100 km/h erhöht werden. Das war die Rückmeldung des Zuglängenmessers. Jetzt geht es wieder ein kleines Stückchen bergauf. Aber wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke. Landschaftlich sehr, sehr schön gelegen. Man sieht immer wieder was Neues hier aus dem Führerstand heraus. Das LF6 kündigt eine zu fahrende Geschwindigkeit von 110 km pro Stunde an. Diese Geschwindigkeitsankündigung ist für den TEC 4185-3 unrelevant. Und jetzt geht es wieder leicht bergab. Somit kann die Leistung mal kurz komplett auf Null genommen werden. Thank you.
und man sieht jetzt auch schön die E-Bremse, den Zug bei 100 Kilometer pro Stunde einbremst, beziehungsweise den Zug eben bei 100 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit hält. Von Rosenheim bis nach Salzburg sind es ja so rund 90 Kilometer. Und wenn man das natürlich nur mit 90 oder 100 Kilometer pro Stunde fahren kann oder darf, dann zieht sich das natürlich schon ein bisschen. Und wenn dann noch Signalstörungen dazukommen oder auch mal ein übersehenes LF6, was dann natürlich eine Zwangsbremsung auslöst, zieht sich dann das Ganze natürlich ein bisschen. Streckenkilometer 63 Hektometer 4. Somit sind es noch rund 20 Kilometer bis Salzburg-Nickel. VR1. In Österreich wurde auch mit dem Stromsystem 15 kV 16,7 Hertz Wechselstrom gefahren, genauso wie in Deutschland. Von daher ist es jetzt nicht zwingend notwendig, für die paar Kilometer dann auch das Stromsystem umzustellen. Aber im Regelfall stellt man natürlich das Stromsystem dementsprechend dann um. Hier gelten 100 Kilometer pro Stunde bis zur fahrenden Höchstgeschwindigkeit. Und ab hier dann schon wieder 110 km/h.
Streckenkilometer 68, Hektometer 4, ab hier 1. Und jetzt geht's wieder bergauf. Und der Tag 41853 erreicht dann gleich Teisendorf. Teisendorf. Und hier auf der Strecke gibt es auch viele Geschwindigkeitswechsel. KS-Signale finde ich ja persönlich sehr interessant, denn man erspart sich beim HV-Signalsystem, dass man ja ein Vorsignal extra aufstellen muss. Man kann es natürlich, klar, wenn der Platz dafür zur Verfügung steht, aber in der Regel können ja die KS, also die Kombinationssignale, eben ein Vorsignal kompensieren und fungieren somit dann eben als Haupt- und als Vorsignal. Und ein weiterer Vorteil ist, dass man bei dem KS-Signalsystem jedes Signal ansteuern kann, also den nächsten Block dann bis direkt zum nächsten Hauptsignal ja eben sperren kann oder eben in diesen Block eingreifen kann, was man beim HV-Signalsystem ja so nicht kann. Da muss man praktisch immer eben einen Block abwarten, bis der dann eben wieder freigefahren ist. Und das ist beim KS-Signalsystem eben ein bisschen anders geregelt. Und vorbei geht's an glücklichen Kühen.
Ja, und hier reiht sich natürlich ein Bauernhof an den nächsten. Und das sieht doch richtig schön aus hier. Das ist so, ja, klassisch Bayern. Ja, oder so klassisch bayerisch. Zumindest hier im Alpenvorland. Kurz vor der Landesgrenze nach Österreich. Es geht weiterhin ein klein wenig bergab. Denn Freilassing liegt dann ja wieder etwas tiefer. Der Bahnübergang ist technisch gesichert. Und die Geschwindigkeit muss auf 90 km/h reduziert werden. In der mittleren Zugart geht das Ganze ja noch, da muss man ja nur auf unter 70 km/h Obi bremsen, aber in der unteren Zugart müsste man dann auf unter 55 km/h bremsen. VR2. Langsamfahrt erwarten. Und die V-Überwachung beträgt 70 Kilometer pro Stunde. SIFA. Und die SIFA möchte natürlich auch noch einmal bestätigt werden. Freilassing. Das Lichtsparsignal in Niedrigbauweise signalisiert SH1. Schutzhalt aufgehoben. Und ein City Shuttle der ÖBB. Alten Flatsch-Logo und eine ÖBB-Reihe 4024.
Vorsignal wiederholen, ne? Langsamfahrt mit 60 Kilometer pro Stunde. Und der Hauptschalter muss dann einmal ausgeschalten werden. Und dann kann auch schon das Stromsystem umgestellt werden. Hauptschalter einmal aus. Und dann kann das System für Österreich eingestellt werden. Und hier haben wir das Einschaltzeichen. Sobald dann die beiden Lokomotiven bzw. die beiden Stromabnehmer der beiden Lokomotiven die Schutzstrecke passiert haben. Und dann über Virtual-Chat. Und nun darf wieder auf 80 Kilometer pro Stunde beschleunigt werden. Und bis Salzburg-Knickel sind es noch rund 7 Kilometer. Und somit befindet sich der TEC 41853 in Österreich. Ach, die Fußcontainerwagen von Boxpress sind hier im Umschlagbahnhof anzutreffen. Und es darf weiter mit 100 km pro Stunde weitergefahren werden, beziehungsweise mit 80 km/h, wobei jetzt die 100 wieder signalisiert wurden. Sehr schön. Und ein ÖBB Nightjet. ZS steht für Zwischensignal. Und am Vorsignal ist dann einmal die
Wachsamkeitstaste zu betätigen. Und die Geschwindigkeit muss dann natürlich reduziert werden. Auf die angekündigten 40 Kilometer pro Stunde. Und somit kann der Geschwindigkeitswert der AFB dann auch auf den dementsprechenden Geschwindigkeitswert eingestellt werden. Und links ist dann der Hauptbahnhof von Salzburg zu sehen. Dann geht es einmal über die Gittergleise um den Salzburger Hauptbahnhof herum. Nach Salzburg-Nigl. Salzburg Hauptbahnhof. Und am Vorsignal ist dann natürlich wieder einmal die Wachsamkeitstaste zu betätigen. Und dann erreicht der TEC 41853 auch gleich Salzburg-Nigl. Und wartet dann wieder auf die Weiterfahrt.
Und auch hier darf das Signal mit BF-40 dann überfahren werden. Denn die Zustimmung zur Weiterfahrt wäre eigentlich hinten dann erteilt, aber der Tag 41853 bleibt jetzt hier vorläufig erst einmal stehen. Ja, ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen und ich würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wieder hören würden. Bis dann, macht's gut, euer Matthias Servus.